Hallo und willkommen zurück zum Mastery-Video des Video-Lernzyklus Koordinatensystem mit Hanna und Felix dem Hasen. Wir werden heute, nach dem Sehen des Mastery-Videos, wissen, was ein kartesisches Koordinatensystem ist. Wir werden lernen, die Koordinaten von einzelnen Punkten abzulesen, die Punkte im kartesischen Koordinatensystem einzutragen und Punkte an einer Achse zu spiegeln. Ein Koordinatensystem, bei dem die Achsen rechte Winkel bilden, wird kartesisches Koordinatensystem genannt. X- und Y-Achse schließen also einen Winkel von 90 Grad ein. Die beiden Achsen stehen somit normal aufeinander. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier, ein Geodreieck und einen Stift. Dann können wir gemeinsam das nächste Beispiel lösen. Es ist klare Nacht. Felix betrachtet den Sternenhimmel über sich. Kennst du dich am Sternenhimmel aus und kannst Felix Sternbilder zeigen? Wenn du die Punkte im Koordinatensystem richtig einträgst, erhältst du zwei wunderschöne Sternenbilder, Cassiopeia und den großen Bär. Zeichne zuerst ein Koordinatensystem und beschrifte die Achsen. Unterteile die Achsen dabei mit ganzzahligen Schritten. Kontrolliere, hast du die Achsen mit Pfeilen versehen? Und hast du eine Einteilung der einzelnen Achsen vorgenommen? Beginnen wir mit dem Sternbild Cassiopeia. Rechts findest du nochmals die Angabe. Nun legen wir los. Markiere zuerst den Punkt A mit den Koordinaten 0, 3. Der X-Wert liegt direkt auf der Achse. Der Abstand vom Nullpunkt auf der Y-Achse beträgt 3. Achte immer darauf, dass du die Punkte mit Großbuchstaben beschriftest. Als nächstes Punkt B. Der X-Wert vom Punkt B ist 2, der Y-Wert auch. Auf beiden Achsen ist der Abstand vom Nullpunkt also 2. Der Punkt C hat den X-Wert 3 und auch der Y-Wert ist 3. Der Punkt D hat als X-Wert die ganze Zahl 4. Der Abstand auf der Y-Achse vom Nullpunkt ist 1,5. Also ein ganzes und ein halbes. Hierfür wählen wir die Markierung genau zwischen der Einteilung von 1 und 2. Punkt E können wir nun wieder wie zuvor einzeichnen. Der x-Wert ist 5, der y-Wert ist 4. Wenn du nun die Punkte verbindest, kannst du Felix das erste Sternbild zeigen. Das Sternbild Cassiopeia. Probiere nun selbstständig das Sternbild Großer Bär zu zeichnen. Rechts findest du nochmals die Angabe. Drücke auf Pause und setze fort, sobald du fertig bist. Vergleiche dein Sternbild mit der Lösung. Sieht das Sternbild so ähnlich aus und liegen alle Punkte an der richtigen Stelle? Achte besonders bei Punkt F darauf, da der x-Wert eine ganze Zahl ist und der y-Wert 6,5. Das bedeutet, den y-Wert müssen wir wieder zwischen 6 und 7 eintragen. Damit Felix das Sternbild besser erkennen kann, können wir auch hier die Punkte verbinden. So schaut es schon ähnlicher aus wie der große Bär, der auch großer Wagen genannt wird. Mit einer zusätzlichen Verbindung zwischen dem Punkt A und dem Punkt D bekommen wir nun wirklich unseren großen Bären, den großen Wagen. Felix freut sich, dass du ihm die Sternbilder gezeigt hast, Cassiopeia und den großen Bär. Felix sieht vom Flugzeug aus die Landebahn und entdeckt eine Art Warnschild in Form eines Dreiecks. Schreibe die Koordinaten der eingezeichneten Punkte auf. Beachte hierbei, dass die Achsen nun mit erster Achse und zweiter Achse beschriftet sind. Die x-Achse kann auch als erste Achse bezeichnet werden, die y-Achse wird auch als zweite Achse bezeichnet. Hilf Felix, die Koordinaten des Dreiecks A, B, C abzulesen. Drücke auf Pause und vergleiche dein Ergebnis im Anschluss. A hat die Koordinaten 1 und 4. Der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse beträgt 1. Der Abstand vom Nullpunkt auf der y-Achse beträgt 4. Der Punkt B
hat den x-Wert 2 und den y-Wert minus 1. Der Punkt C hat die Koordinaten 4 und 5. Als nächste Aufgabe spiegeln wir das Dreieck ABC an der zweiten Achse. Die zweite Achse ist doch die y-Achse. Vom Dreieck ABC sind uns die Koordinaten der Eckpunkte bereits bekannt. Die Eckpunkte des neuen, gespiegelten Dreiecks bezeichnen wir mit A', B' und C'. Um zum Punkt A' zu kommen, sehen wir uns zuerst nochmals die Koordinaten von A an. A hat den x-Wert 1, somit hat A' den x-Wert minus 1, da wir nun auf der linken Seite der Achse sind. Der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse beträgt somit minus 1. Der y-Wert bleibt derselbe wie beim Punkt A und ist 4. Für B' machen wir das Gleiche. Die Koordinaten des Punktes B' sind minus 2 für den x-Wert und minus 1 für den y-Wert. Der x-Wert wird somit wieder direkt an der Achse gespiegelt und der y-Wert bleibt für B' derselbe wie für B. C' hat als x-Wert die Zahl minus 4 und als y-Wert 5. Somit ist erneut der y-Wert gleich geblieben und der x-Wert hat sein Vorzeichen geändert. Wir haben nun für A' minus 1, 4, für B' minus 2, minus 1 und für C' minus 4 und 5 als Koordinaten. Wir können nun auch A', B' und C' verbinden. Wir erhalten also ein gespiegeltes Dreieck A', B', C'. Was fällt dir auf, wenn du die Koordinaten der beiden Dreiecke vergleichst? Die Eckpunkte des Dreiecks ABC und die Eckpunkte des Dreiecks A', B', C'. Wie du sehen kannst, hat sich das Vorzeichen der x-Werte verändert. Die y-Werte hingegen sind genau gleich geblieben. Wir können also sagen, bei einer Spiegelung an der zweiten Achse ändern sich nur die Vorzeichen der x-Werte. Die y-Werte bleiben gleich. Bravo! Du hast nun auch das Mastery-Video erfolgreich gelöst. Danke, dass du uns auf dieser Reise begleitet hast.